herzlich willkommen hier am Uhlenhausweg in Mülheim an der Ruhr zum Bundesligaspiel. Uhlenhaus Mülheim gegen Nürnberger HTC. Zwei Teams mit ganz, ganz jungen Spielern in ihren Reihen. Und auch zwei ganz jungen Trainern auf Seiten der Mülheimer, André Henning. Und auf Seiten der Nürnberger Neutrainer Sven Lindemann, der vom Heidelberger HC nach Nürnberg gewechselt ist und auch beim Deutschen Hockeybund in den Jugendmannschaften tätig ist. Und da haben wir sie gerade gesehen, die beiden Schiedsrichter dieses Spiels, das Gespann Michael van Amen und Christian Deckenbrock. Für beide geht es hier um ganz, ganz viel, denn sie liegen ganz nah beieinander von den Punkten an. Und wer hier das Spiel gewinnt, wird sich wohl auch am Schluss dieser Runde der Liga die deutlich bessere Position ergattern können für die Playoff-Spiele, die ja dann anstehen. Und hier marschieren sie ein, die Mannschaften. Uhlenhaus Mülheim in grün, Nürnberg in weiß. Mit einer großen Zahl von Nationalspielern, die Nürnberger, Neukapitän des AKs, Max Müller, Christopher Wesley und. Aber die erste Szene gehört den Postern und da ist es. Aber das denken alle Zuschauer, dass hier das 1-0 fällt. Doch, Michael von Armen pfeift vorher ab. Schwer zu sehen, warum. Aber es bleibt beim 0-0. Jetzt Nürnberg mit einem Freischlag. Argentinische Rückhand, aber Tobias Franzke hat da keine Probleme gegen Christopher Wesley zu parieren. Jetzt Mülheim wieder über die rechte Seite, über Thiel Stachowski, der bei denen das Spiel lenkt. Schöner Angriff und Riesenchance. Wie kann man den denn noch vorbeisetzen? Ole Keusgen, frei vom Torhüter. Aber man bringt den Ball nicht unter. Das ist ja fast schwerer vorbeizusetzen, das Ding. Und sowas baut den Gegner natürlich auf, so Chancen, die man nicht nutzt. Wesley wieder über die rechte Seite. Und da kriegt er die Ecke. Sehr athletischer Spieler, dieser Christopher Wesley. Schlenzer. Von Christoph 1000 Pfund. Aber Tobi Franzke ist zur Stellung wieder. Wesley. Und da ist es. Da setzt er sich durch. Christopher Wesley. Mein Gott, wie viele Verteidiger haben da versucht, ihn zu stoppen. Einschließlich Tobi Franzke, der da absolut mal das Grund hat. Drei Leute können ihn nicht stoppen. Und auch Tobi Franzke ist zu spät dran. Aber ihn trifft mit Sicherheit die wenigste Schuld an diesem Gegentor. Das muss deutlich vorher unterbunden werden. Dieses Spiel von Christopher Wesley, der wirklich viel, viel alleine macht. Durch seine Athletik. Ähnlicher Typ wie Christopher Zeller, setzt sich viel durch. Aufgrund seines Körperbaus und seiner Athletik. Ganz, ganz gefährliche Spieler in den Reihen von Nürnberg, aber den hat er Ruhe aus Mülheim mit Tilo Schalkowski, der hier die erste Ecke zieht und auch selber schießen wird. Und die ist drin! Riesenschlenzer von Tilo Schalkowski oben rechts im Winkel. Und da hat Steffen König mal gar keine Chance. Denn der war wirklich richtig gut geschossen. Mit der Nummer 11, unsere kurze Eckengarantie, Tilo Strakowski. Und Uhlenhaus Mülheim bleibt weiter am Drücker. Rabente flankt den Kreis rein. Ball ist im Tor, aber auch am Fuß. Da sieht man's. Leusmann kriegt den Ball auf den Fuß und deswegen gibt es hier deutlich. Und völlig so richtig Freistoß für Nürnberger HTC, die jetzt wieder auch im Angriff sind. Schöner Doppelpass und Riesenchance
für Max Müller, der da mit nach vorne geht. Im Zusammenspiel mit 1000 Pfund. Und das ist die nächste Ecke. Benjamin Seebold bekommt hier die Ecke von Dr. Christian Deckenbrock. Ah, Linksableger, aber wieder toll gehalten von Tobi Franzke. Der ist da zur Stelle. Schön gefischt mit dem Handschuh. Hält hier sein Team im Spiel. Rabente über die Grundlinie, über rechts. Und jetzt bekommt auch Unos Mülheim die nächste Ecke. Nachdem Niki Becker da im Kreis gefoult wurde. Und wieder Thilo Schalkowski, aber schlecht rausgegeben, verstaubt. Und dann läuft der Konter der Nürnberger, der allerdings nicht verwertet werden konnte. Stattdessen gibt es hier auf der Gegenseite die nächste Ecke. Ein Christopher Wessi bekommt den Ball im Kreis an den Fuß von Felix Meyer. Und damit erneute Möglichkeit für Thilo Schalkowski, hier seine Farben in Front zu bringen. Aber wieder erst schlecht gestoppt. Man sieht es ja, Ball hubelt noch, deswegen konnte er nicht so gut schießen. Da springt der Ball ein bisschen hoch, man sieht es, aber er nimmt den Ball doch toll auf. Aber diesmal ist Steffen König auf dem Posten und hat ehrlich gesagt nicht groß Probleme, diesen Ball zu entschärfen. Da ärgert sich Max Müller über die nächste Ecke. Ah, kriegt den Ball schon an Fuß. Nächste Möglichkeit wieder Strakowski, diesmal über rechts. Und Tim Leusmann mit einer Riesenmöglichkeit zum 2:1. Aber Steffen König toll in den Schuss reingeworfen, toll den Winkel verkürzt. Eigentlich gar keine schlechte Variante über rechts, aber wieder nicht ausgenutzt. Und wieder die nächste Möglichkeit. Und Steffen König, der wird hier zum Retter für sein Team. Jetzt mal wieder Niki Becker vorne. Mit argentinischen Rückhand in den Schuss reingeworfen und Halbzeit. Es geht mit dem 1:1 in die Halbzeit. Spielstand beim Spiel HTC Unos gegen Nürnberger HTC 1:1 unentschieden. Gestände der Fußball-Bundesliga mitteilen. Doch jetzt soll erstmal Zeit für einen Pausentee sein. Und dann gehen wir direkt in die zweite Halbzeit rein. Unos Müller macht da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich im Vorwärtsgang. Leusmann wieder allein vor dem Nürnberger Keeper, aber auch hier landet der Ball nicht im Tor und dann bekommt Christopher Wessley die Chance für einen Entlastungsangriff, geht einen Kreis rein und wird gefoult von Jan Gehlen. Na, doch nicht Jan Gehlen, sondern Fleckhaus und dann ist es Maximilian Müller, der Kapitän höchstpersönlich, der hier mit der Ecke zum 2:1 für die Nürnberger trifft. Nach einem schönen 90 Grad. Täuscher treffen hier die Nürnberger, man muss es sagen. Nach deren Chancen, die Unos Müller hat, er schmeißt auf zum 2:1, das ist die nächste Chance. Aber auch wieder kein Tor. Und Mülheim rennt weiter an gegen dieses Bollwerk von Defensive der Nürnberger. Hier Thilo Schalkowski zu Ball verliebt. Gegen zwei, drei Leute. Wird dann mit dem sogenannten Sliding Tackle ganz fair vom Ball getrennt. Und André Henning versucht hier seinen Jungs zu sagen, spielt ruhig weiter, ihr kriegt die Chancen weiter. Und verwertet mal eine und da ist die nächste Chance. Für Unos Mülheim bekommen die nächste kurze Ecke und jetzt muss doch mal wieder eine drin sein. Thilo Schalkowski hat von der ersten Halbzeit bewiesen, dass er es kann. Nächste Möglichkeit, 90 Grad, aber schlecht gespielt von Thilo Schalkowski und im Nachschuss wieder Steffen König, der parieren kann. Ist noch genügend Zeit, die Nürnberger
in der zweiten Halbzeit wirklich nur noch mit Entlastungsangriffen, aber die sind brandgefährlich, wie man hier sieht. Und auch der nächste wird über 50, 60 Meter in den Kreis von Unos Mülheim vorgetragen. Und da kann nur noch Tobi Franzke Schlimmes verhindern. Die Mülheimer machen ja auch jetzt so ein bisschen auf in die Verteidigung. Sie müssen natürlich jetzt versuchen, hier das zweite Tor zu erzielen, um wenigstens noch ins Penalty schießen zu kommen. Und damit können sie jetzt schon mal anfangen, denn Thilo Schalkowski bekommt die nächste Strafecke zugesprochen. Aber links am Pfosten vorbei. Eigentlich kein schlechter Schuss. Sollte da wahrscheinlich auf Stecher gehen. Und der nächste Entlastungsangriff der Nürnberger rollt Richtung Kreis. Und Tor von Unos Mülheim. Setzt da dringend 3-4 Leute durch. Der Nürnberger Stürmer Benjamin Sebald. Aber schießt dann am langen Pfosten vorbei. Und bekommt die gelbe Karte von Schiedsrichter Michael von Abeln. War leider nicht zu sehen, warum. Sven Lindemann weiß es wahrscheinlich auch nicht so genau. Aber er muss sich nur mal damit zufrieden geben, jetzt mal einmal in Unterzeit zu spielen. Nächste Möglichkeit. Er ist toll gehalten und dann Nachschuss. Der Kapitän Tim Leusmann, der hier die zweite Chance bekommt. Nimmt den Ball da toll aus der Luft an. Bekommt die zweite Chance, aber Max Müller ist da toll im Schläger dazwischen. Und verhindert das Tor. Und jetzt bekommt auch Tito Schalkowski eine Karte. Und zwar die gelbe von Christian Deckenburg. Wegen dieses Foulspiels. Und damit ist die Spielanzahl zumindest wieder auf dem Spielfeld ausgeglichen. Und ich denke, Sven Lindemann tut gut dran, jetzt mal eine Auszeit zu nehmen, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen und sich auf die letzten 7 Minuten zu konzentrieren. Und wieder Seibold, der mittlerweile seine Zeitstrafe abgesessen hat. Hier geht über die rechte Seite in den Kreis hinein, aber schlägt am Ball vorbei. Und dann schnell ausgeführter Freischlag, aber den vertändelt Unos Mülheim im Vorwärtsgang. Und somit haben die Nürnberger hier eigentlich die Chance, einen Konter zu spielen. Aber auch das gibt Gelb für Florian Gebhardt, der ja meint, den Schlenzer über Schulter mal sowas von absichtlich anzunehmen. Ganz klar gelbe Karte und damit ist Mülheim wieder ein Mann in Überzahl. Und er spielt natürlich jetzt in den letzten 2 Minuten deutlich in die Karten. Ball in den Schusskreis von Tim Leusmann und dann ist es vorbei. Der Nürnberger ATC gewinnt in diesem brisanten Duell 2:1 gegen Unos Mülheim. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Nürnberger HTC gewinnt hier am HTC Unos Mülheim. Für die Bayern. Oder Mittelfranken, das hören die Nürnberger nicht so gerne, wenn man Bayern zu ihnen sagt. Und sie werden am Ende mit Sicherheit einen Platz vor Unos Mülheim stehen, die beste Position in den Playoffs haben. Auf wen sie treffen, wird sich dann noch herausstellen. Aber man muss hier sagen, Unos Mülheim hätte dieses Spiel deutlich gewinnen müssen, was die an Chancen liegen gelassen haben. Das reicht ja quasi für 3 Spiele. Und das sehen die Zuschauer auch so, die betröppelt vom Platz nach Hause gehen.